Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3, Part 4. Jo, direkt geht's hier weiter. Ich werde jetzt hier erstmal einen Scheiß auf die Gegner geben und einfach mal durchrushen. Wir haben das jetzt schon alles gesehen. Ein paar Bullets aufsammeln ist ja nicht schlimm, aber ich möchte nicht einmal gegen die leichten Typen kämpfen. Ich muss hier dahin, wo wir waren, obwohl das da eigentlich gar nicht so weit war. Okay, den haben wir schon mal erledigt. Hier sind wir jetzt schon mal. Also er schießt ununterbrochen weiter, dieser Wichser. Boah. Level hochgestuft und dann direkt 10 Schaden gekriegt. Er ist ja richtig geil. So. Noch ein Nitrowerfer, den stelle ich jetzt da unten mal drauf. Munition. Was? Hä? Alter, ich finde, die sind unnormal stark für den Anfang. Man hat ja sozusagen dann nur 3 Leben, ey. Das ist ja voll mies. Ich bin im ersten Mal immer so 4. Ja, wenigstens geht das gut Waffen, okay. Ja, wisst ihr was, Leute? Wir werden jetzt, nochmal zurück zum Waffenautomat gehen. Ich würde mich jetzt eigentlich nicht so an einer Stelle aufhängen, das finde ich mich immer mal kacke eigentlich. Ah, die Zwitra, gut. Aber ich kriege die Muni jetzt auch was günstiger, wahrscheinlich nicht so. Ziemlich teuer. Müsste eigentlich alles voll sein, so. Wir brauchen nämlich auch alles, was wir an Muni haben, um uns hier durchzubetteln. Hier werde ich jetzt erstmal wieder durchlaufen, damit ich im zweiten Bereich bin, da wo wir jetzt gerade gestorben sind. Das ist echt scheiße. Sie direkt so nochmal starten, aber war ich eigentlich schon so vorsichtig. Aber wie soll ich die sonst attackieren? Ich habe ja noch keine Sniper. Oder soll ich die Gegner auszuschalten? Lebt der noch? Oh Gott, der mich immer trifft einmal. Ich finde, kriegen wir eine Waffe, die wird diese Gegner schon mal um einiges erleichtern. Das könnte ja schon mal gespannt sein. Oh, Entschuldigung. Habe ich wohl einmal genutzt? Entferno Power. Die Prinzessin ist jetzt, glaube ich, ähnlich noch mal anziehen. Ich kann jetzt einfach mal hier in den Power-Modus die ganzen Kippis wegschlagen. Einmal, dann noch einmal, noch einmal. Okay, gut. Dann wäre das jetzt schon mal erledigt. Jetzt sind wir, glaube ich, schon bei der Geschützturm-Mission. Es gibt hier nämlich so eine Mission, da muss man so mehrere Sachen hintereinander machen und die kann man sich dann immer auswählen, die geben dann immer so Geld. Finde ich richtig cool, das macht, finde ich, sogar auch nochmal Spaß. Im Gegensatz zu diesem Scheiß bei Ratchet & Clank, das heißt, weil ich mit dem Düsenjäger da rumfliegen. Das finde ich dann nicht cool. Da, das meine ich. Operation
Eisenschild Teil 1. Das machen wir jetzt. Ja. Munition sollten wir noch genug haben, außerdem kriegen wir da eher was. Weiß jetzt nicht, ob das schon mit dem Geschützturm war oder ob das jetzt die dritte war. Aber ich glaube, man muss jetzt erstmal den Geschützturm verteidigen. Verteidigen. Ich habe jetzt hier nicht nur den Schöpfer von mir. Ich glaube, ich muss die Roboter beschützen, oder wie war das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich bin gar nicht drauf geachtet. Ich bin mal lieber zu den Robotern und beschütze die. Aber ich meine, ich muss die Roboter überleben, um die mit dem zu packen. Ich will immer so schnell aufgehen, auch wenn es nicht so dauert war. Oh, das ist reich, aber ich will auch, dass das reich ist und zacke. Ha, das war doch geil. Hallo, bleib stehen, du Mongo. Wo bist du denn hin? Verlaufen. Abgesichert, Mädels, gemacht, Mädels. Los geht's. Es zeigen. Okay, gut. Luftangriff. Sie brauchen Hilfe und zwar schnell. Rette so viele Schutztruppen wie möglich. Sehe ich gerade. Und Munition wird aufgefüllt, wenn ich das hier mache. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Das ist sehr geil. Jo, okay, also hier müssen wir die Schutztruppen liegen. Und man ist hier so im Kreis und Szene, das ist uns immer natürlich. Das ist mit denen beiden sein. Oh, da kommt zwar auf einmal an. Seht schon, wie schnell man hier levelt, wir sind schon Level 17 und die N60 Sturm ist schon Level 2, das ist schon mal super cool. Jetzt kommen die alle von der Seite. Hier ist doch gar keiner, meinte sie, ich gebe auf. Oh, jetzt kommen die von zwei Seiten, oder ne, dann nicht. Was denn? Weg mit denen. Und der Nitro-Werfer ist auch Level 2, super. Oh, der hat überlebt. Ich habe mich noch gar nicht gezeigt, wie das aussieht, wenn man den Schockwaster aufladet. Und auf, oh Leute, ich gebe drauf. Okay, das zieht nämlich auch viel mehr ab. Das kostet aber auch mehr Munition, soweit ich weiß. Noch irgendwas. Wieder so ein UFO. Oh Gott. Ja, da habe ich doch was Schönes. Gegenleistung. Oh Gott. Geschafft. Keiner ist gestorben, das war eigentlich cool. Aber leider habe ich die Kiste nicht gekriegt. Geh zum Plasma-Gefechtsturm und knall die Türe-Transporter ab. Ah ja. In sowas bin ich nie gut. Das Sachen sind nicht so wichtig. Okay. Das ist der erste Transporter. Also die Interfaces machen uns auch Schaden. Das muss man nicht achten. Okay, gut. Okay, zerstören. Ich will die Einheiten ablassen. Haben wir auch sogar wieder geschafft. Ich sehe auf der Karte, wo die Sachen sind. Schießen unter anderem auch auf mich.
Papier in der Untertasse an. Schneide ich trotzdem ab. Ich finde, das ist eine Gefahr. Die sieht da alles töten. An diese Roboter. Dann gibt's so Wellen. Wellenweise wird das jetzt durchgeschickt. Da kommt der Transporter. Da kommen jetzt die Untertassen. Da kommt auch ein. Oh Gott. Auch ein Transporter. Der kommt hier hin. Andere Mann ist da hinten. Oh Gott. Das sind die Treppen. Die machen jetzt immer leider viel Damage. Oh Gott. Das sind so viele auf Punkte auf einmal fahren. Das ist echt schon die letzte Welle. Ich muss jetzt echt schwer an erinnern. Oh oh. Hier wird der abgesetzt. Oh Gott, 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 oh Gott. Die ziehe ich ab. Die schon eliminieren, Alter. Die Untertassen sind nicht so wichtig, da kann ich sie nochmal an, ey. Ich wusste gar nicht, dass das schon vorbei war. Ich dachte eigentlich, dass das schwerer gewesen wäre. Feuerschutz, genau, ja. Okay, dann war das ja auch nochmal geil. Als Feuerschutz müssen wir die 2 Minuten lang beschützen. Wenn alle 3 Techniker tot sind, dann ist das nicht schon fehlgeschlagen. Du musst halt auch was, dass die überleben. Okay, gut. Gut. Okay. Das ist ein UFO. Oh, ich sehe gerade. Die Gelb haben. Ey, komm weiter, schweig. Oh Gott. Bin er gestorben? Ne, obwohl ich nicht da war. Hier. Welche können wir auch mal wieder benutzen? So. Ah, cool. Haben die mir noch geholfen mit einem Schuss? Auf 27 Sekunden. Oh, die wollen aber auch immer direkt da hängen. Ohne Umwege, hinter uns ist noch was. Okay, gut. Oh Gott. Ist einer getroffen worden? Einer, nee, alle leben noch. Einer ist tot. Was ist das denn? Okay, gut. Treffen und rennen. Ah ja, genau, das war das. Ich müsste die Verteidigung aktivieren. Okay. Ihr seht auch schon, die maximale Munition von der Waffe wird erhöht, wenn die aufgestuft würde. So. Drücke die Quadrattaste, um den Schraubenschlüssel an der Voltkurbel anzusetzen. Dann müssen wir den ersten Turm fertig haben. Von okay. Okay. Okay, das Bug kommt da hinten. Level 19. Richtig geiles Level hier. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, beeil dich, komm! Alter, kurz vor Ende, ey. Hast
du sowas, ey. Und spawnen die da und diese Typen sind daneben. Ich habe jetzt viel Leben verloren, ey. Und die sind gerade jetzt aufgestiegen. Da kommt wieder jemand von der Seite. Das ist ein UFO. Ich mag die Roboter überhaupt nicht. Oh. Oh, komm, das schaffst du doch noch, oder? Oder? Sehr gut. Sehr gut. Das ist schon der vorletzte. Guck mal hin, ja. Sehr gut. Das sollte es jetzt eigentlich schon sein, jo. Ausgeführt, übernehmen Sie, übernehmen wir. 38.000. Agent Clank! In Wirklichkeit bist du noch beeindruckender als in Holovision. Und einen so kämpferischen Chauffeur wie dich gibt's nicht nochmal, Bursche. Man kriegt also doch noch gute Angestellte, was, Clank? Sascha hat mir viel von euch erzählt. Mach dir keine Hoffnung, Kleiner. Sie ist in anderen Liga. Sascha hat mir auch von der Quark-Sache erzählt. Der Mann hält sich für einen Affen? Er hat das Gedächtnis verloren, Sir. Tja, dann müsst ihr es wiederfinden. Wir brauchen unseren Helden zurück. Pronto! Ist das klar? Ja, Sir. Meine Tochter sagt, du hättest geschickte Finger Ratchet. Ich schwöre, ich habe der Laserschild der Stadt wurde beim Angriff zerstört. Ohne ihn sind wir schutzlos. Ich habe jemanden hingeschickt, doch er ist verschwunden. Ihr müsst diesen Schild wieder zum Laufen bringen. Jawohl, Sir. Machen wir. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit Ratchet & Clank 3 und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute. Tracks with rap stack got you backing this up like rewind.